Die Einsatzzahlen steigen jährlich um 4%. Notarzt Oliver Dreyer und das Sanitäterteam um Franco Fabiano erwartet heute ein lebensgefährlicher Unfall. Feuerwehr und Rettungsdienst, hallo? Ja, ich brauche einen Arzt, schnell. Kommen Sie bitte schnell. Ich habe einen überfahren. Wo sind Sie denn? In der Allee, 21. Gut, wer ist denn da dran? Sebastian Ullmann, mein Name. Gut, Herr Ullmann. Was ist denn genau passiert? Ich bin mit dem Fahrrad hier lang gefahren und habe einen überfahren. Der liegt hier, schwer verletzt, ist alles gut. Am Bluten. Ist die Person ansprechbar? Nein, bitte kommen Sie schnell. Bleiben bitte. Sie bei der Person, gucken Sie, dass Sie die Person ansprechbar kriegen. Die Rettungskräfte sind unterwegs. Mache ich. Bereits beim Eintreffen am Unglücksort wird den Rettungskräften klar, dass hier etwas nicht stimmt. Das Opfer hat seltsame Schnittverletzungen im Gesicht, die nicht zu dem Fahrradunfall passen. Hallo, was ist passiert? Ich bin hier lang gefahren und er ist mir vors Fahrrad gesprungen. Okay. Hallo, können Sie mich hören? Machen wir einfach erstmal einen Sättigungsclip dran. Was haben Sie denn hier gemacht? Einsatzmeldung war für uns Verkehrsunfall. Fahrradfahrer mit Fußgänger. Als wir eingetroffen sind, konnten wir sehen, dass der Radfahrer den Fußgänger umgemäht hatte. Der hatte eine Prellmarke am Thorax und eine Schnittverletzung am Kopf, die aber nicht zum Unfallhergang passte. Lass mich einmal auf die Lunge hören. Ach so. Mit der Prellmarke. Nicht, dass die irgendwas abgekriegt hat. Okay, gut, du hast den. Ich pack den mal gerade weg. Die Polizeibeamten Gino Meyer und Marc Westerhofen übernehmen die Ermittlungen. Noch ahnen sie nicht, dass sich aus diesem Unfall ein Großeinsatz entwickeln wird. Der Radfahrer, der ist wohl normal gefahren und er ist einfach rausgelaufen, ihm vor die Flinte gelaufen. Ich konnte gar, muss man fragen, ich konnte gar nicht bremsen überhaupt. Nicht. Ich bin normal von hinten und wie schwer ist er denn verletzt? Wisst ihr da schon was? Müssen wir jetzt erstmal gucken. Wir sind auch gerade erst angekommen. Also wie es aussieht, ist er auf den Kopf gefallen, ne, wie du siehst. Aber ich glaube auch, dass er auf Alkohol getrunken hat. Das riecht ja bis hier. Ja, also da müssen wir jetzt erstmal sehen. Einmal hoch, einmal mit angucken. Okay. Boah, das ist ja voll neben sich. Ja, ja. Können Sie laufen? Ja, das ist jetzt aber mal gucken von Alkohol. Hier so alles klar. Ja. Da haben Sie aber ordentlich Alkohol getrunken, hä? Also bei der Bewusstseinskontrolle des Patienten, ich habe versucht, den anzusprechen, aber der war so betrunken. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Promille, aber das dürfte locker über die 1,5 gegangen sein. Ganz kurz, hi. Wenn ihr ganz kurz bei dem mal guckt, ob er irgendwann eine Tasche hat, vielleicht findet ihr irgendwie einen Ausweis, wenn er irgendwas findet. Nur mal gucken, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja. Der ist jetzt zu wie eine Haubitze, ja. Ja, der ist ganz weit vorne. Ich habe ein Handy. Okay. Das super, ist alles klar. Ich nehme das mal an mich gerade. Alles klar. Das haben wir jetzt zumindest schon mal einen Namen. Balder Tristan. So. Der Radfahrer ist in Ordnung, der braucht keinen Rettungswagen. Frage, ist der durch die Frontscheibe oder hat er nur Kontakt mit der Person gehabt? Nee, der ist nur hier runter, so wie er sagt, halt, in sein Fahrrad reingerannt, hat den umgerannt. Ja, genau, ich habe ihn gefragt. Sind Sie irgendwie in der Glasche, weil der hat eine Schnittwunde? Ach hier, das ist nicht vom Unfall oder was? Weiß ich nicht. Wenn er nur über die Straße ist nur in das Fahrrad in ihn reingelaufen. Der hat jetzt guckst du mal, ob Brille draußen auch noch irgendwo ganz. Nee, da ist nichts. Dass unser verunfalltes Opfer hier eine Schnittwunde im Gesicht davon getragen hatte, das war etwas untypisch gewesen. Wir haben uns natürlich ersten Moment erstmal gedacht, ja, das muss mit dem Unfallhergang irgendwo zusammenhängen. Aber der Notarzt sagte uns dann gleich, hör mal die Schnittwunde. Habt ihr da irgendwie eine Bierflasche oder sowas auf dem Boden liegen sehen oder irgendwelche scharfen Kanten am Fahrrad entdeckt? Das konnten wir alles verneinen. Also infolgedessen musste diese Schnittwunde aus einer anderen Situation hervorgekommen sein. Und wir vermuten mal, dass wir da noch nicht so ganz Licht ins Dunkel gebracht haben. Während Sanitäter Franco Fabiano über die Leitstelle ein Krankenhausbett ordert, geht ein weiterer Notruf ein. Der Melder scheint sich in unmittelbarer Nähe aufzuhalten. Wir haben hier einen Melder, der einen Unfallsachlage schildert. Selber nicht unbedingt ansprechbar, aber macht den F. Wohl Melder selber verletzt in der Auto 21. Sie haben die Meldung gegeben an die Polizei, an die Einsätze. Hier stimmt was nicht, ja. Okay, wir befinden uns jetzt an der Hausnummer 21. Es ist wohl ein anderer Einsatz. Also wie es der Zufall jetzt so wollte, kam über die Leitstelle noch ein Funkspruch rein oder eine Meldung über eine verletzte Person, eine unklare Situation. Der Zufall stellt sich jetzt heraus, dass wir genau vor dieser Adresse standen und haben dann im First Responder System sind wir dann mal über einen kurzen Dienstweg gucken gegangen. Plötzlich taucht eine Frau am Unfallort auf. Sie ist auf der Suche nach ihrem Sohn und macht sich große Sorgen. Pass auf, dann ist doch mein Kind. Okay. Ob das jetzt ihr Kind ist, weiß ich nicht. Ja. Aber wie ist ihr Name? Maria Mutlu. Er ist gut. Marc, wie heißt der Junge? Okay. Mit Nachnamen.
Balda, Tristan Balda. Es kam eine weitere Person dann hinzu, die suchte wohl ihren Sohn und hatte natürlich erstmal vermutet, dass das hier unsere verletzte Person von dem Unfall her war, der mittlerweile im Krankenwagen ja auch lag und verarztet wurde. Wir hatten gehofft, das wäre die Mama von ihm, aber es war nicht so gewesen, aber sie suchte immer noch ihren Sohn hier in dieser Örtlichkeit. Gäbe wohl hier so eine Art WG, so eine Studentenwohngemeinschaft. Also wir vermuteten dann natürlich weitere Personen hier in dieser Örtlichkeit, aber zu dem Zeitpunkt konnten wir nicht sagen, wo ihr Sohn ist. Doch nur wenige Meter entfernt findet die Mutter schließlich ihren Sohn. Er ist in einem erbärmlichen Zustand. Halbnackt, angekettet und völlig unterkühlt. Immer, ich werde weich in den Bieren. Habt ihr denn nur noch Blödsinn im Kopf? Hallo! Ein bisschen was getrunken, aber. Mann, was macht der für einen Scheiß hier? Wie lang, sag mal, wie lange sitzt du hier schon? Nachdem uns dann klar war, dass der Radfahrer nicht zu der Meldung gehörte, zu der zweiten Meldung, sind wir dann hier auf dieses Grundstück gefahren, zu der Adresse. Und mussten dann einen jungen Mann nackt angekettet an eine Hundehütte feststellen. Und für uns war erstmal klar, okay, das, um dieses Ereignis wird es sich wohl gehen. Und haben uns erstmal um den jungen Mann gekümmert. Wir machen gleich okay, einmal bitte hast du uns Blutdruck. Gerufen? Nein, habe ich nicht. Scheiße. Du hast uns nicht gerufen, bist du dir sicher? Wir machen ihn frei, ja. Packen den warm ein. Und er ist der, der uns gerufen hat. Der hat uns nicht gerufen. Der hat uns nicht gerufen. Leitstelle Köln, für den Florian Köln 1 NF1 okay. Kommen. Der hat uns nicht gerufen. Wir machen einen Blutdruck. Negativ, Patient nicht uns alarmiert, ja. Kommen. Ja, Leitstelle Köln verstanden. Nach wie vor Sachlage unklar aus meinem Hier fehlten wir. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaube, du hast genug für heute. Wir wussten natürlich jetzt nicht genau, wie wir weiter vorgehen. Fakt war auf jeden Fall, der nackte Angekettete und sein Begleiter, beide stark alkoholisiert. Wir konnten zumindest das rausfinden, was wir erstmal brauchten. Habt ihr mit der Verletzung vielleicht von dem Fahrradfahrer irgendwas zu tun? Beziehungsweise hat einer von euch hier die Leitstelle benachrichtigt und um Hilfe gebeten. Das haben sie beide verneinen können und dann war klar, da muss irgendwas im Haus sein. Der Notruf galt also einem anderen Verletzten. Die Einsatzkräfte gehen sofort ins Haus. Noch ahnen sie nicht, dass der Mann darin schwer verletzt ist und zu verbluten droht. Rettungsdienst! Ja, hallo. Was machen Sie denn? Sie haben ja nichts an, oder zumindest nicht viel. Party. So, setz dich mal da auf die Treppe. Nicht, dass du mir gleich aus der Füße. Einmal hinsetzen. Ja, das Erste, was uns da entgegenkam, das waren halbnackt bekleidete Damen und Herren in einem Vollrausch, in einem volltrunken Zustand. Das war etwas untypisch. Es schien da wohl eine große Studentenparty da abzugehen. Aber die erstmal zu bändigen, die wir da angetroffen haben, die Person, das war echt schwierig. Doc! Hallo. Ach du Scheiße, was ist euch? Oh Gott, guck mal das. Okay. Was ist passiert? Was ist passiert? Okay, ich hol's rein. Sieht man doch, hat mir einer was durchgestochen. Wer war das denn? Ganz ruhig. Das war der Tristan. Hey. Unser Mann hier mit dem Degen im Fuß, der konnte uns einen Namen sagen, halt, der war uns geläufig. Und der Name passte tatsächlich zu dem Fahrradunfallfahrer und dem Verletzten, den wir hier mit der Schnittwunde aufgefunden hatten. Wir setzen ihn einmal hin. Sollen wir einmal einen Stuhl nehmen dahinter und ihn erstmal hinsetzen? Warte. Oder ganz auf den Boden? Warte. Ich würde sagen, komm ganz auf den Boden. Ja, dann runter. Aber Vorsicht. Ja, einer hält das Knie fest. Ganz langsam. Aua. Oh, ehrlich jetzt. Hey, nimm mal weg da. Geht das so? Wir haben uns dann um den jungen Mann gekümmert, wollten ihn natürlich versorgen. Wir haben ihn dann erstmal hingesetzt oder wollten ihn hinsetzen. Und dann kam so eine junge Dame, läuft uns vor die Füße, kotzt uns vor die Füße, quer über die Wunde. Das ist natürlich eine Situation, die zusätzlich zu der Wunde natürlich auch eine Infektion machen kann, wenn die Bröckchen in der Wunde liegen. Erstmal lege ich dir einen Zugang, gebe dir ein bisschen vielleicht für die Schmerzen. Ja? Ich kann nicht bewegen. Nein. Ich halte ihn so gerade. Ist durch? Der steckt im Parkett. Könnt ihr euch irgendwie zur Hand geben? Ich brauche die Feuerwehr. Ich ziehe das Ding nicht raus. Das macht Mörderblutung und ich weiß nicht, welche Gefäße betroffen sind. Von daher muss dann halt die Feuerwehr kommen, die mit ihren Gerätschaften entweder ein Stück Parkett rausschneidet oder das halt so aufhebelt, dass wir unten drunter den Degen abknipsen können. Ich lege dir jetzt einen Zugang. Ja. Bleib da liegen. Was ist hier los? Ey, die holen sich immer wieder neue Flaschen.
Die laufen daher, holen sie mal wieder Bier hier. Lass los. Ja, pass auf, ich bring dir das darüber. Ich bring dir das darüber. Komm mit. Komm mit. Setz dich da vor hin. Ja, setz dich da hin. Für uns war erstmal wichtig, hier unsere Betrunkenen irgendwo im Rahmen zu halten, dass die auf jeden Fall die Sannis ihre Arbeit machen lassen konnten. Das war echt schwierig gewesen, einfach aus dem Grund, weil die jedes Mal wieder davor gingen und meinten, da die Sannis da bei der Arbeit zu stören oder irgendetwas von sich zu geben, was total unpassend war. Naja, und mit zwei Polizisten hier eine Horde Betrunkener da irgendwo im Zaum zu halten, das ist echt schwierig. Da hätten wir gerne noch eine Verstärkung gehabt. Kann das sein, dass du den Tristan hier in ihrem Gesicht erwischt hast mit dem Ding? Hat der Penner ja auch verdient. Ja, aber du hast es ging nur darum, dass wir wissen, wo der Cut her ist, den er im Wagen hat. Pass auf, ich muss dringend von dem Tristan haben. Ganz dringend. Blutprobe, Drogentest machen bitte, das ist, weil der hat hier wegen gefährlicher Körperverletzung. Ne? Rein rechtlich haben wir natürlich hier eine Straftat vorliegen, ist ganz klar. Also die Degen sind gefährliche Gegenstände. Infolgedessen, die haben sich gegenseitig damit verletzt, haben wir hier eine gefährliche Körperverletzung, eine beidseitige in dem Fall. Das wird von Amts wegen auf jeden Fall schon mal eine Strafanzeige gefertigt werden. Und die haben natürlich auch mit Konsequenzen zu rechnen. Wichtig war für uns natürlich, dass die beiden auf jeden Fall einen Alkoholtest im Krankenhaus dann zum späteren Zeitpunkt machen müssen, weil der Alkoholwert, je nachdem wie hoch der ist, kann in einem späteren Verfahren auch entlastend sein. Die Feuerwehr ist innerhalb weniger Minuten vor Ort. Jetzt zeigt sich, ob der Plan von Notarzt Oliver Dreyer in die Tat umgesetzt werden kann. Der Degen darf auf keinen Fall aus dem Fuß gezogen werden, sonst könnte das Opfer verbluten. Wie kriegen wir den da raus? Geht jetzt bis in den Boden rein. Der ist der steckt drin. Komplett ist drin. Ich denke, von eurer Seite her rausziehen oder so ist ja definitiv keine Option. Der bleibt drin. Kannst du vergessen. Der Vorschlag von mir wäre jetzt, wir würden versuchen, hier drunter zu hebeln. Ja. Kurze Frage. Wie viel Vorbereitungszeit brauchst du? Das Problem ist, wir können hier vorne nicht richtig anfahren. Wir haben das Auto draußen auf der Straße. 5 Minuten, 10 Minuten. Roll an. Ich intubiere den, sedier den, dass er keine Schmerzen hat. Dann kannst du in Ruhe arbeiten. Für mich ist nur wichtig, der Degen bleibt drin. Okay. Der bleibt auf jeden Fall drin. Laufmeister. Hörst du zu? Wir werden dich jetzt gleich auf den Rücken legen. Da es eine sehr schmerzhafte Sache war und die Feuerwehr so nicht arbeiten konnte, habe ich mich dann entschlossen, ihn zu sedieren. Und da er nicht nüchtern war, sprich alkoholisiert und gegessen hat, zum Schutz der Atemwege, ihn auch zu intubieren. Okay, Patient schläft. Ah, da seid ihr ja. Pass auf, hier ist überall Kotze, ne? Suki ist drin, Tubus. Voll gemacht. Tubus. Alles klar. Also, guckt auch nicht schlecht. Okay. Geht mit 2 Minuten. Die Intubation des Patienten muss einwandfrei sitzen. Erst dann kann die Feuerwehr zur Tat schreiten. Wir werden soweit. Fertig? Pass auf den Fuß hier auf. Ja, alles klar, hab ich. Der Degen steckt mehrere Zentimeter tief im Parkett. Nachdem die Retter den Griff oberhalb des Fußes entfernt haben, beginnt der schwierige Teil der Arbeit. Stück für Stück hebelt der Feuerwehrmann den Fuß vom Boden hoch. Erst dann kann er mit der Zange die Spitze der Waffe abtrennen. Teppich ist auch raus. Wunderbar. Ist er raus? Ja. Okay, ist raus. Wir haben den Gegenstand dann stabilisiert, den Fuß stabilisiert, gewickelt. Der kommt so, wie er ist, fahren wir den in die Klinik. Dort wird eine Röntgenaufnahme gemacht, wo der Fremdkörper überhaupt genau steckt, welche Gefäße, welche Sehnen verletzt sind. Und dann fährt er in den OP und wird dann operativ wird der Schuh und der Fremdkörper geöffnet und entfernt. Wenn wir den jungen Mann jetzt transportfertig haben und er stabil ist, gehe ich noch mal kurz rein, rede mit dem Kollegen von der Polizei, vergewissere mich, ob da nicht andere Leute meine Hilfe noch bedürfen. Und wenn dem nicht so ist, fahren wir. Na? Letzte Wodka war schlecht? Britney heißt die. Lass das mal sein. Oh, ja? Ja. Britney, geht's gut? Die hat eh schon alles ausgepackt. Nur ein Schluck zu früh gehabt. Sie haben Fall für Mami und Papi, ja? Ja, das will ich auch sagen. Gut. Personal habt ihr, könnt ihr die anrufen. Das Personal, den Hammer kümmern wir uns gleich drum. Nee, Abend tut sie. Wir bleiben noch einen Augenblick sowieso hier, bis dann alles. Weil der ist mir nicht koscher, den hätte ich gern schnell in der Klinik. Ja, dann weg mit dem. Wenn ihr das hinkriegt, kann ich euch gleich jemand verhelfen. Wir müssen ihn nur gleich hier weg haben und fliegen oder drüber. Kann ich, Kannst du aufstehen?
Spritti. Ha? Dann komm einmal hoch, komm. Guck mal, setz sie mal hin. Britney? Britney, ja, die heißt auch wirklich so. Passend zum Namen. So, komm, ich hab's. Hockst du da irgendwo auf der Couch? Ja. Komm, ein Fuß vor dem anderen. Ein Fuß vor dem anderen. Hier, so. Braucht ihr noch eine, bist so, glücklich. Ich leg die mal zu dir, ne? Du passt schön drauf auf, schön auf der Seite bleiben, damit ihr auch schön aufs Sofa kotzen könnt. Fertig? 3, 2, 1, hoch. Wenn der junge Mann Glück hat, werden keine Knochen und keine Sehnen verletzt sein. Vielleicht ein paar Gefäße, das kann man aber operativ wiederherstellen. Gut, und er wird eine lustige Narbe drüber haben und kann bei der nächsten Studentenfeier drüber lachen. Alle Beteiligten der Studentenparty hatten Glück. Niemand muss mit bleibenden Schäden rechnen. Der junge Mann, der den Fahrradunfall verursacht hat, muss sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Die späteren Ermittlungen müssen noch klären, wer für den angebundenen Jungen vor der Tür verantwortlich war.